Hallo allerseits, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Unterwegs. Erst denkt, machen wir heute eine kleine Reise, weil es für die eine oder die andere auch eine größere sein kann. Denkt auch ab, wie weit ihr es da Magdeburg habt. Wir besuchen die großen Gewächshäuser. Wir haben einen großen Weininstallateur, der die Finanz hat, auch an beiden Sachen. Hat die Sache aufgebaut, schon finanziert worden und erweitert und so weiter. Weil sie fliegt oder König in der Nacht, die war auch nicht alle im Kontext aus mehreren Besuchern. Aber nun erstmal viel Vergnügen. War eine Bemerkung, ich habe damals, als ich Film gedreht habe vor einigen Jahren, noch mit Untertiteln gearbeitet, nicht kommentiert. Ein Wachstum, die Umwelt hat er nicht. Viel Vergnügen erstmal. Schwanenblumen habe ich bisher nur hier und am Weiher Döhle zwischen Greiz und Elsterberg gesehen. Sie sind eventuell häufiger, aber bestimmt nicht so häufig wie Seerosen. Kleingera ist ein Ortsteil nordöstlich vom Elsterberger Stadtgebiet. Entschuldigung, es war falsche Fehler. Aber jetzt die Reihenfolge wieder ändern. Das ist richtig spannend. Ja. So, da bin ich später und diesmal soll der richtige Film dran sein und das ist schon im Hintergrund. Also für Brüchen, wie gesagt.
wenn ich ein wenig, Spanienblumen habe ich bisher nur hier und am Weiher Döhle zwischen Greiz und Elsterberg gesehen. Sie sind eventuell häufiger, aber bestimmt nicht so häufig wie Seerosen. Kleingera ist ein Ortsteil nordöstlich vom Elsterberger Stadtgebiet. Ein Verein kümmert sich um Erhalt und Nutzung des ehemaligen Rittergutes. Da gibt es unter anderem eine Kräuterecke und ein Insektenhotel.
Dieser schöne Heckkampfhilm weiter, ich mache mit dem nächsten weiter, wenn ich den Hintergrund aufdrehe. Spanienblumen habe ich bisher nur hier und am Weiher Döhle zwischen Greiz und Elsterberg gesehen. Sie sind eventuell häufiger, aber bestimmt nicht so häufig wie Seerosen. Kleingera ist ein Ortsteil nordöstlich vom Elsterberger Stadtgebiet. Ein Verein kümmert sich um Erhalt und Nutzung des ehemaligen Rittergutes. Im kleinen Park gibt es unter anderem eine Kräuterecke und ein Insektenhotel. Die meiste Zeit geht es hier recht ruhig zu. Heute entspanne ich beim Blick auf die Wasserfläche. Und obwohl hier auch Enten und Nilgänse herumschwimmen, stehen heute die zwei auffälligsten Arten der Wasserpflanzen im Mittelpunkt.
Thank you.
Am Samstag für heute auf Wiedersehen. Bitte Nachsicht für die Banner am Anfang. Am Mittwoch frage ich im Frühaufstand über euch, was es im Februar zu sehen gibt. 8:45 Uhr auf diesem Kanal. Tschüss, bis dahin.